Ich wollte nur ganz kurz diese Hintergrundmusik genießen. Die gibt es seit dem ersten Teil und ich liebe es abgöttisch. Ja, das war natürlich gerade Mist. Wir hatten so schöne Dosen gefunden, Essensdosen und dann das, die scheiß Granate, das kotzt mich an. Also ich hatte mich echt gefreut für die beiden, dass sie was gefunden haben und dann sowas. Ach, verdammt. Und die Beißer jetzt auch noch. Okay, wir müssen zurück zum Auto. Das kann doch nicht wahr sein. Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich mach den Weg frei. Okay, der stand gerade da, leg dich nicht mit so vielen Beißern auf einmal an. Was mache ich? Renn los. Das war wohl verkehrt. Du weißt, was zu tun ist. Halt dich Naja. raus und warn mich. Ich mach den Weg frei. Die Frage ist nur, welchen Weg? So, darf ich mich bewegen? Aber es ist. Wann komme ich jetzt hin? Also, ja, das sagt sich aber auch so leicht. Leg dich nicht mit so vielen an. Wenn da zwei auf einmal kommen, wie soll ich denn das bitte schön machen? Also, es ist ja wohl ein Witz. Du weißt, was zu tun ist. Halt dich raus und warn mich. Ich mach den Weg frei. Naja. Also, wahrscheinlich muss ich doch erst auf die Knie losgehen. Noch mehr, nee. Warum läuft sie so lang? Ach nee, ich kann ja rennen. Das fiel mir jetzt. Oh. Los, zum Auto. Ich habe ganz vergessen, dass ich rennen kann. Oh nee. Och nee, also. Ja, was nun? Glaubst du es denn? Huch, Scheiße. Oh, nee. Fahr! Fahr! Los! Ja, also. Hallo? Was muss ich hier alles. Oh, das glaube ich ja nicht. Och, Leute. Also, wisst ihr was? Also, ich muss hier jeden Scheiß extra einzeln betätigen. Wollt ihr mich verarschen? Das macht man doch automatisch. Also, bitte. Los. Komm, komm, mach hin. Wird's was. Ja, hallo? Klemm! Oh! Scheiße. Oh! Super. Jetzt mach doch! Oh! Verstehe es nicht. Ich drücke und er macht es nicht. Ich weiß, dieser typische Spruch von Let's Playern. Ich hab doch gedrückt! Es wankt aber so schlimm. Also Leute, also das macht so echt keinen Spaß. Weil innerhalb von 1, 2 Sekunden bist du sofort tot. Das kotzt mich an. Ein Schwank zu extrem. Du kannst kaum richtig reagieren. Das ist ätzend. Ich drücke. Verdammt doch mal.
Was soll ich denn noch machen? Hallo? Ich drücke und sie reagiert elend langsam. Also das kann es echt nicht sein, ganz ehrlich. Also das darf nicht wahr sein. Meine Fresse. Clem, sieh mal, die Schlüssel. Ach, wie schön, die Autoschlüssel hängen im Auge. Wie sehr ich Quicktime-Events liebe. Scheiße. Oh Gott, Leute, ich hasse Quicktime-Events. Zumindest, wenn sie einfach gehen. Schwierig sind. Ich sehe nichts. Moment. Wer? Oh. Nee. Also ich weiß nicht, mir kam es so vor, als wenn das Spiel einfach zu langsam reagiert. Ich habe gedrückt wie eine Bekloppte. Ja, ich weiß, das ist so ein typischer Spielerspruch. Ich habe doch gedrückt. Skybound, genau. Das waren sie doch, glaube ich, die das bis zum Schluss gemacht haben. Okay, also jetzt kommt scheinbar erst das Intro. Ich sag mal erstmal nichts. Ja, das ist echt schade, die letzte Staffel. Obwohl, wie gesagt, also ich habe gehört, dass es doch nicht die letzte Staffel sein soll. Also, es wäre ja sehr wünschenswert. Oh Gott, wie alt wird Clem jetzt eigentlich sein? 15, 16? 17? Ich kann das schwer einschätzen. So, wenn ich das so sehe, als Comic-Stil vor allem. Oh. Also sie wurden irgendwo hingebracht? Oh Gott, die alten Gardinen. Ich weiß, es ist gerade nicht richtig. Oh, nee, oder? Gefesselt. Ah, das ist hoffentlich nur zur Vorsorge, ob sie sich verwandelt. Und nicht, weil sie festgehalten wird. Na, ich denke mal, das war wirklich nur zur Vorsorge. Falls sie sich verwandelt, weil sonst hätte sie das nicht so einfach abgekriegt. Also ich glaube nicht, dass sie bei bösen Menschen sind. Also ich hoff's nicht. Aber dann hätten die schon irgendwas mit denen gemacht. Ich glaube nicht, dass sie sie einfach so leicht angebunden hätten. Also da erste Hilfe-Set. Oh, da muss ich dran denken, wo sie sich selber genäht hat. Also das war ja heftig in Staffel 2. Das war echt heftig. So, was haben wir hier? Wo zum Teufel bin ich? Gute Frage. Oh, sie sieht irgendwie süß aus, so mit der Frisur so. Also nicht mit dem Verband jetzt, klar, das ist nicht so toll, aber so wirkt sie putzig. Memories. Was für Memories? Welche? Ach Gott. Ist das irgendwie, kann das sein, dass das eine Art Kinderheim ist? Waisenhaus oder so? Das kommt mir gerade so ein bisschen so vor. Und
zwei Bleistifte. Also ich habe so das Gefühl, oder Internat könnte auch sein. Aber ich vermute eher ein Waisenhaus. Das liegt dem näher. Also ich liebe es, Sachen zu untersuchen. In so einer Apokalypse alles zu durchsuchen. Ich liebe das einfach. Ich weiß auch nicht. So, komme ich da hoch? Ja. Oder auch nicht. Achso, jetzt versucht es nochmal. Oh. Nee, das wird nichts. Moment, da kann ich doch bestimmt einen Stuhl hinstellen. Oder irgend... Ja, na also. Ein bisschen Einfallsreichtum. So. Jetzt müsste es aber klappen. Dafür ist es wohl doch ein bisschen zu kurz, um da dran zu kommen. So müsste es gehen. War das jetzt ein Messer? Ich habe es nur ganz dunkel erkannt. Was? Spachtel. Scharf genug. Das ist schon mal gut. Dass es auch als Waffe dient. Also ich habe das Gefühl, die haben sie nur zu ihrer eigenen Sicherheit eingesperrt. Und natürlich auch zu deren Sicherheit, falls sie sich verwandelt. So, jetzt müssen wir uns mal umschauen. Fuck you, na, das ist super toll. Okay. Betrachte die Trümmer. Da ist nichts. Also es erinnert mich sehr an The Last of Us, an die Stelle, wo man in der Universität war. Also das, dieser Gang auch und alles, das erinnert sehr daran. Also wenn ihr das auch gespielt habt, dann wisst ihr, was ich meine. Übrigens warte ich und alle anderen The Last of Us Fans, wir warten ja noch ganz begierig immer noch drauf auf The Last of Us 2. Was eigentlich hoffentlich dieses Jahr noch kommen soll. Da geht's ja auch, das ist ja auch so eine schöne Vater-Tochter-Geschichte. Warum komme ich hier übrigens nirgendwo rein? Das gibt's doch gar nicht. Also ähnlich wie Lee und Clementine ist da ja Joel und Ellie. Und im ersten Teil war Ellie 14. Und im zweiten Teil ist sie 19. Also genauso wie Clem auch altert, altert sie ja auch. In den Spielen. Oh Gott. Ach, ist es AJ? Dich zeigen. Beweg dich nicht. Bleib wo du bist. Dreh dich nicht um. Leg das Messer hin. Warum machst du das nicht auch? Wir tun dir nicht weh. Wir haben den Jungen. Er ist in Sicherheit. Ich bring dich zu ihm. Leg einfach das Messer hin. Beweis mir, dass du es ernst meinst. Du legst deins hin, ich lege meins hin. Tut mir leid, aber mit Vertrauen, das ist so eine Sache. Ja, genau. Es tut mir leid, aber so einfach kann man nicht vertrauen in der Apokalypse. Also, es ist nun mal so. Siehst du? Wir tun dir nicht weh. Was ist das? Ich bin Marlon. Der Kleine ist Tennessee. Kurz Ten. Er hat sich um dich gekümmert. Ja, er sagt nicht viel. Clementine. Tut mir leid wegen der Tür und den Fesseln und so. Du warst in einem schlechten Zustand, als wir dich fanden. Wir mussten vorsichtig sein. Nur für alle Fälle. Keine Erklärung nötig. Wie gesagt, ich war in einem schlechten Zustand. Ja, milde ausgedrückt. Muss da draußen hart gewesen sein für euch zwei. Ich wollte dir aber keine Angst machen. Ich war nur vorsichtig. Tut mir leid, wenn es falsch rüberkam.
Aber jetzt bist du sicher. Dein Freund auch. Komm. Wo ist er? Gehen wir zu deinem Jungen. Gut. Okay, sie scheinen in Ordnung zu sein. Also, ganz ehrlich, in so einer Welt kann man auch nicht mal Kindern vertrauen. Ist ganz einfach so. Man denkt eigentlich immer, Kinder sind lieb und alles, aber nein, so wie es denen beigebracht wird. Das war gerade erst in der neuesten Staffel von The Walking Dead so, dass Kinder sehr brutal sein können, wenn es denen halt so beigebracht wird. Das ist das Problem. Aber ich glaube, die sind vertrauenswürdig, die beiden hier. Wo sind wir denn? Hm? Wo sind wir denn hier? Also die Grafik gefällt mir sehr gut. Ihr habt also da draußen eine ganze Weile überlebt. Ja, wir sind schon lange unterwegs. Du weißt dann wohl, wie du klarkommst. Man trifft selten jemanden in unserem Alter allein in der Wildnis. Klar, ich tue, was ich kann. Egal was. Quäl dich deswegen nicht. Wir alle tun, was wir müssen. Gut, dass wir dich rechtzeitig gefunden haben. Es war nicht leicht, euch beide aus dem Wrack zu ziehen. Und da kamen Beißer. Ist das Auto Schrott? Ja. Verdammt. Das dachte ich Musste mir. Musste schnell sein. Keine Ahnung, was passiert wäre, wenn wir den Rauch nicht gesehen hätten. Danke. Ganz allein mit dem Jungen? Keine schöne Vorstellung. Ich habe schon übles Zeug erlebt. Hallo? Was ist mit ihm los? Du bist neu hier. Wir haben sowas wie dich noch nie gesehen. Was heißt denn sowas wie ich? Wo sind wir hier? Du hast sicher gemerkt, dass das mal eine Schule war. Jetzt ist es, was immer wir wollen. Wer hat hier das Sagen? Tja, ich. Klingt sicher komisch, ein Kind, das auf Kinder aufpasst. Aber wir kommen gut zurecht. Wir haben gute Mauern, eine gute Verteidigung. Und eine gute Lage. Es verirrt sich kaum noch jemand hierher. Wir haben das perfekte Lager aufgebaut. Kinder sind hier sicher. Wir kümmern uns um sie. Hm, also nur Kinder. Das klingt tatsächlich ziemlich cool. Findest du? Mir gefällt's auch, aber ich bin vermutlich leicht voreingenommen. Es war nicht immer so wie jetzt. Wir waren mal viel mehr, aber... Naja, du weißt ja, wie es läuft. Ich habe etwas aufgebaut, das einigermaßen funktioniert. Dann heiße ich dich hiermit offiziell willkommen. Im Erickson-Internat für Sorgenkinder. Hab ich recht gehabt, Internat. Die Beschreibung dürfte auf dich und deinen Jungen ziemlich gut zutreffen. Ist verdammt hart, so lange zu überleben, ohne Sorgen zu haben. Ich war sehr mutig, bevor die Welt den Bach runterging. Hab seitdem eine Menge Ärger gemacht. Wir mussten schnell erwachsen werden. Das gilt erst recht für deinen Jungen. Er hat uns ziemlich terrorisiert. Wie bitte? Sagen wir einfach, dass er ohne dich ziemlich unglücklich war. Extrem. Hey, Marlin! Wir haben Weiß am Zaun! Mist, ich muss mich darum kümmern. Wie ich Willy kenne, sind es zwei Beißer-Omas und ein wütendes Eichhörnchen. Gibt Schlimmeres. Der Junge ist drin. Bei Louis, glaube ich. Louis? Ja, stimmt. Geh einfach nur der Musik nach, dann findest du ihn. Komm in die Gänge, Willy! Wo ist deine verdammte Waffe? Okay. Also ich hatte recht mit dem Internat. Waisenhaus oder Internat hatte ich recht, wie man sieht. Tja. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir ihm vertrauen können. Ich hoffe, ich irre mich nicht. Leider, wie wir das ja wissen, kann man sich in einer Apokalypse schnell mal irren. Und ja, aber bevor wir weitermachen, also ich würde am liebsten jetzt das bis zum Ende schon wieder durchspielen, weil das wirklich sehr spannend ist. Wie immer eigentlich. Diese Walking Dead Spiele sind toll. Vor allem mit Clem und gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Tschüss!